Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz am 19. Spieltag der Allianz Frauen-Bundesliga nach dem Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln, das 4:0 für Hoffenheim endete. Jetzt darf ich als erstes Gästetrainer Markus Kühn um seine Meinung zum Spiel bitten. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg und ich bin schon nach der ersten Halbzeit ein bisschen froh, dass man nur 4:0 verloren haben. In der ersten Halbzeit hätte es auch höher ausgehen können und ja, durch eine bisschen engagiertere, ausreichende Leistung haben wir Gott sei Dank heute nur in Anführungsstrichen 4:0 verloren. Ja, vielen Dank. TSG-Trainer Jürgen Ehrmann, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, nachdem die Vorrunde bei uns sehr optimal lief und die Rückrunde nicht so optimal, haben wir natürlich immer noch einen Blick auf die Tabelle gehabt und der Klassenerhalt war ja nicht sicher. Und dann Köln hat jetzt für mich die letzten Spiele, die haben wir analysiert, die waren nicht schlecht. Ja? Und es ist immer ein bisschen von der Motivation, von der Einstellung, du spielst gegen den Tabellenletzten und brauchst 100% Motivation, weil wenn du, finde ich, auch gegen Köln, egal, wenn du hier nicht 100% bringst, dann geht es in der Bundesliga schief. Aber die Mannschaft hat heute die Trainingsinhalte der letzten Woche in der ersten Halbzeit perfekt umgesetzt. Sauber die zweiten Bälle erobert, dann schnell in die Spitze mit zwei, drei Kombinationen und Abschluss gesucht. Am Anfang ließen wir so drei, vier Chancen aus und dann haben wir auch für uns auf der Bahn erlösenderweise dann 1-0, 2-0, 3-0. Machen dann relativ schnell nach der Halbzeit durch den Elfmeter der Dora Zeller das 4-0 und Köln hat uns natürlich dann nicht mehr die Räume bieten können wie in der ersten Halbzeit, aber man muss halt, die Ausgangslage war auch klar, Köln musste hier ja gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu wahren. Also ich bin sehr zufrieden, was ich der Mannschaft auch gesagt habe, es geht so ein bisschen unter, dass wir heute die Klasse ein weiteres Jahr gesichert haben, weil wir gehen immer mit dem Ziel rein, erstmal Klassenerhalt und dann weiterschauen. Und ich finde, das ist für die Mannschaft auch ein Grund, sich zu freuen, weil es nicht so selbstverständlich ist, hier jetzt schon drei Spieltage vor Schluss souverän dann einzuziehen und letztendlich unser Punktekonto vielleicht sogar noch jetzt ein bisschen höher stellen als letzte Saison. Ich freue mich für unser Trainerteam, dass wir jetzt die letzten drei Spiele entspannt angehen können. Das heißt aber nicht, dass wir keine Punkte mehr holen wollen. Und letztendlich sind wir echt froh, dass wir so eine Leistung heute bieten konnten. Weil ich denke, für die Zuschauer war es schön, die Spielzüge waren sauber ausgespielt, die Tore schön gemacht. Für uns ein gelungener Tag, für Köln leider hier jetzt der Abstieg. Ich wünsche euch einen guten Aufbau für nächste Saison und dann sehen wir uns hoffentlich in zwei Jahren wieder in dieser Liga. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ja. Eine Frage an Markus Kühn. Also Köln steht ja jetzt endgültig als Absteiger fest. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Mannschaft? Kelchberger ist ja auch zum Beispiel schon weg. Dann wird der gemunkelt, dass Ina Ehlgötz und Anna Gerhardt müssen auch den Verein verlassen.
Wie geht es mit der Mannschaft jetzt weiter, perspektivisch? Ich denke, wenn Sie heute das Spiel gesehen haben, natürlich war es rechnerisch die letzte Chance, aber mit Sicherheit, wenn Sie die Aufstellung gesehen haben, haben wir heute auch nicht mehr unbedingt so gespielt, dass wir gesagt haben, wir haben definitiv noch eine Chance, in der ersten Liga zu bleiben. Es haben schon viele Spielerinnen gespielt, die eigentlich weniger gespielt haben in der Saison. Ich habe eine Nina Ehrgötz, Anna Gerhardt, Mari Püko, die ja schon gute Leistungen in den letzten Wochen gebracht haben, nicht spielen lassen. Die irische Nationalspielerin habe ich nicht spielen lassen. Also Sie können schon davon ausgehen, dass die Mädels, die eingewechselt worden sind, die Sie eben angesprochen haben, den Verein verlassen werden. Außerdem Mari Püko. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Wünsche Ihnen allen eine gute Heimreise und würde mich freuen, wenn Sie uns in 2 Wochen wiedersehen beim nächsten Heimspiel der TSG und auch letzten Heimspiel der TSG in dieser Saison gegen den SV Werder Bremen. Vielen Dank.